Hallo Leute, ich bin heute hier mit einem kleinen Pokémon Sonne und Mond Guide, in dem ich euch zeigen will, wie ihr ganz einfach an eigentlich unendlich viele Überreste rankommt, aber so zumindest ganz einfach an 6 Stück. Was ihr dazu braucht, ist das Tauros, was ihr ja so ziemlich direkt am Anfang des Spiels bekommt, mit dem ihr Steine kaputt machen könnt, und 6 Pokémon, die Raub haben und natürlich kein Item tragen. Und dann, wie ihr hier seht, müsst ihr von Lilii aus, die Stadt am Anfang, beziehungsweise das Dorf, nach unten zur Route 1 und da mit dem Tauros, also einfach an dem Zaun, da die Steine kaputt machen und dann da im hohen Gras rumsuchen. Ihr habt eine 5%ige Chance, auf wilde Mampaxus zu treffen. Ich habe das jetzt geschnitten, damit ich sofort bei Mampaxus bin. Ich glaube, ich habe 37 Versuche gebraucht, bis ich eins gefunden habe. Rein mathematisch müsste es das 20. sein, aber ja. Was ihr dann machen wollt, ist im besten Fall einen Zitter-Orb aktivieren. Dadurch erhöht sich die Chance, dass es andere Pokémon zur Hilfe ruft. Und dann wollt ihr das auf ungefähr rote HP-Rote hauen. Ihr könnt ein Pokémon mit Truhschlag benutzen. Denn dann wird es öfter nach Hilfe rufen. Und es wird einfach immer wieder neue Mampaxus holen, die ihr dann mit Raub angreift. Ihr schnappt euch die Überreste von dem, besiegt es. Wartet, bis das Mampaxus wieder ein neues Mampaxus dazu ruft. Bei mir hat es hier jetzt ein Ponera gerufen, was ich ganz lustig fand. Aber ja, es wird einfach neue Mampaxus rufen, die ihr dann mit Raub einfach die Überreste wegnehmen könnt. Und so habt ihr dann am Ende vom Kampf ganz easy 6-mal Überreste. Dauert, ja, je nachdem wie lange ihr braucht, um das Mampaxus zu finden, das erste, keine Ahnung, ich sag mal eine halbe Stunde oder so. Ja, nach einer halben Stunde solltet ihr dann etwa damit durch sein, dass ihr 6 Überreste, und wenn ihr noch keinen Mampaxus hattet, könnt ihr das letzte sogar fangen. Und dann habt ihr, wie gesagt, 6 Überreste. Das war's schon. Hier seht ihr jetzt noch, wie ich die von meinen Pokémon runternehme. Und ja, ihr müsst also gar keine Gewinnpunkte ausgeben beim Battle Royale, sondern könnt ihr einfach Hilfe benutzen. Das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö, tschö.